Dritter Spieltag mit dem Finale in der Gruppe C und D, unter anderem mit dem Weltklasse-Duell zwischen Robert Lewandowskis Polen und Lionel Messis Argentinien. Ja, und die haben ja beide im letzten Spiel gewonnen und die Argentinier mit einem 2-0 gegen Mexiko. Mensch, war da viel Einsatz, Mensch, war da viel Grätschen und Power dahinter, auch ein bisschen viel Teatralik. Und aber auch auf der anderen Seite hat Polen Saudi-Arabien letztendlich gezeigt, dass es vielleicht nur eine Eintagsfliege war, der Sieg gegen Argentinien. Und Lewandowski hatte Pipi in den Augen, jetzt hat er mal getroffen, er hat einen Elfmeter verschossen, er hat die ein oder andere hochklassige Chance nicht reingemacht, trifft er gegen Saudi-Arabien und dann freut er sich erstmal mit ein bisschen Tränen. Das war ja ganz süß. Wahnsinn, dass so ein Weltklasse-Stürmer so viele WM-Anläufe braucht, um mal zu treffen. Für dieses Spiel wundert mich ein bisschen die Quote auf Argentinien, die ist mir viel zu niedrig, denn Mexiko war schon 70 Minuten mindestens ebenbürtig und hat Argentinien auch wirklich zum Verzweifeln gebracht. Und ich glaube, Polen und Mexiko sind in ungefähr gleich gut, mit dem Unterschied, dass Polen ein Weltklasse-Tor hat, Torhüter hat und ein Weltklasse-Stürmer, die jetzt hoffentlich mit dem Sieg auch nochmal ein Stück besser spielen. Deshalb glaube ich schon, dass man Asian Handicap hier auf Polen so plus 1 sich ganz gut überlegen kann. Vor allem die Polen, die den reichten Punkt, um hier weiterzukommen, während Argentinien relativ sicher gewinnen müsste, weil ihnen ja Mexiko mit einem Sieg quasi, ja, also zumindest wenn Argentinien nicht gewinnt, könnte Mexiko sie noch überholen mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien oder eben Saudi-Arabien mit einem Punkt oder mit einem Sieg gegen Mexiko, was aber sehr, sehr spekulativ wäre, da jetzt irgendwas zu vermuten, aber ja, ich meine, ich habe einfach immer ein bisschen zu viel Respekt vor Argentinien, deswegen denke ich auch, dass es hier nicht so super ist, auf Polen zu wetten, auch wenn ich mir vorstellen könnte, das, was bisher Argentinien gezeigt hat, war jetzt ja auch nicht so super, dass man jetzt Angst haben müsste, aber auf der anderen Seite würde ich jetzt einfach keine Wette auf Polen oder gegen Argentinien hier machen. Beide treffen auch höchst schwierig, finde ich. Aber gute Quote dafür. Ja, ja. Wie gesagt, die Polen müssen nicht treffen. Wird vielleicht ein Spiel auf ein Tor werden und dann geht es bestenfalls für Polen 0-0 aus. Ansonsten gewinnt Argentinien das halt 1 oder 2-0. Und wenn das mein Tipp ist, kann ich jetzt nicht auf beide Treffen tippen, nur weil die Quote gut ist. Verstehe ich zwar, ja. Aber außer du sagst, das eine ist der Tipp, das andere ist Value. Ich glaube nicht, dass wir Polen hier auf 0-0 spielen sehen werden, weil, darfst nicht vergessen, Punkten müssen die auch, um sicher weiterzukommen. Ja, wie sollen sie das machen? Bitte? Wie sollen sie das denn machen? Ein Tor schießen? Ja. Versuchen, einen Eckball zu schinden oder mal eine Schwalbe im 16er machen. Wie sollen sie denn da hinkommen? Mit einem so der Torwart macht so einen ja, gut, klar. Mit viel Glück und Zufall, aber das ist halt jetzt auch keine Konstellation. Also ich gehe davon aus, Argentinien wird schon sich wesentlich stärker präsentieren als gegen die anderen und ich dann ist mach das mal eine ganz kurze Notiz. Radek sagt, Argentinien ist richtig gut im Verteidigen. Heute ist der 27.11. Argentinien ist bekannt dafür, eine richtig gute Verteidigung zu sein. Jetzt habe ich was gelernt und bin auch gespannt, ob du mir was beibringen kannst bei Saudi-Arabien gegen Mexiko. Ich war in beiden Ländern noch nicht. Das ist eigentlich, tut es mir leid, weil Mexiko kann man glaube ich schon mal hinfahren, aber Saudi-Arabien tut mir jetzt weniger leid. Findest du ja eher gut, dieses Land. Und dass die halt das erste Spiel gewonnen haben, war eine Mega-Sensation. Dass sie das zweite Spiel verloren haben, war folgerichtig und wir haben auch drauf getippt und gewettet. Und dass Mexiko verliert gegen Argentinien war auch irgendwo dann ja nicht so komplett von der Hand zu weisen. Schwer zu sagen, also normalerweise, klar, Mexiko, was sonst? Überzeugend ist was anderes, vor allem bei der 1-7er-Quote. Ja, Fußball ist eine richtige Bitch. Also man muss ja sagen, Saudi-Arabien war ja sogar gegen Polen in der ersten Halbzeit sogar besser, aber hat sich nicht belohnt und hat auch einen Elfmeter letztendlich verschossen. Auf der anderen Seite, die Mexikaner, die mag ich einfach unglaublich gerne. Die spielen mit so harten Einsatz. Bisschen viel Theatralik, wenn sie selber irgendwo gefoult werden oder so, dann schreien die so, als wären die in der Bundesliga. Das hat mir nicht gefallen.
Mexiko, überlege ich gerade, du warst zumindest fast in Tijuana. Und zwar zumindest... Wir haben die Fahne gesehen, ja. Wir haben die Fahne gesehen, zusammen sogar. Und ich habe mir erst vorhin überlegt, Mexiko, ich möchte auch mal nicht nur da Tijuana die Ecke, sondern auch irgendwo die klassischen Sachen machen. Ist halt aber auch gefährlich, oder? Ja, aber deshalb will ich da hin. Ich habe ja Narcos alle Staffeln geschaut und ich glaube... Also Narcos Mexiko, nicht Kolumbien. Und ich kann mir da vorstellen, dass ich in irgendwelche Orte... Drogenschmuggelgeschichten verwickelt wirst, ja klar. Tunnelkram, das kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht in 4 Jahren ist ja die WM in USA, Kanada, Mexiko. Und vielleicht schaut man da mal in Mexiko vorbei. Man hat ja sonst nichts zu tun im Leben. Zum Spiel, Mexiko gewinnt 3-0. Deswegen beide Treffen keine gute Option, sagst du. Und über ist eh schon eher frech bei dieser WM darauf zu gehen, dass viele Tore fallen bei so vielen Spielen, bei denen man wenig Tore gesehen hat. Auch bei den Mexikanern beide Spiele unter 2,5 Tore. Dass sie gewinnen, sagen, klar, kann man machen und ist auch gar nicht so eine schlechte Quote dafür. Also Asian Handicap minus 1 auf die Mexikaner gibt eine Quote von 2,18. Finde ich okay. Ja, die Begründung dafür, dass ich glaube, dass Mexiko deutlich gewinnt, ist genau der Sieg von Saudi-Arabien gegen Argentinien. Das ist eine Riesensensation gewesen und deshalb sind die Spieler jetzt im Kopf 2 Stufen oder 5 Stufen höher, als sie in der Realität sind und werden deshalb nicht so bockstark verteidigen und denken, dass sie Mexiko wegschießen. Ja, und auch andersrum wird ein Schuh draus, wenn man halt sagt, Mexiko wird sicher nicht auch so blöd sein, mit dem Wissen so einen Gegner ähnlich zu unterschätzen. Und ja, das ist dann eine gute Wette mit Asian Handicap minus 1. Frankreich als Titelverteidiger bisher alles richtig gemacht, haben gegen starke Dänen 2-1 gewonnen und das erste Spiel gegen Australien sowieso ganz klar. Tunesien hingegen, ja, Mai, von denen hast du jetzt auch überhaupt keine großen Erwartungen gehabt. Alles andere als jetzt ein weiterer Frankreich-Sieg, kann man sich fast nicht vorstellen. Einzig nur, sie müssen nicht, aber sie werden wohl. Ja, überzeugt in beiden Spielen, auch von Anfang an gegen Dänemark Gas gegeben, haben viele Verletzungen zu beklagen, die Franzosen, und werden jetzt aber auch im dritten Spiel ihre Vormachtstellung als Top-Favorit in die K.O.-Phase zu gehen untermauern. Tunesien noch kein Tor geschossen in 180 Minuten und das werden sie deshalb auch nur dann schaffen, wenn wenn Frankreich sagt, wir gehen da mit gezogener Handbremse rein oder wir geben nur 60%. Also das ist kein Tipp wert, weil Frankreich muss nicht, wird aber, wenn sie einfach nur ein bisschen machen. Und hier eigentlich krass, dass die Buchmacher davon ausgehen, dass hier unter 2,5 Tore fallen oder sogar noch weniger, also so Haarespalterei, aber wenn man davon ausgeht, mehr als 2,5 Tore bei diesem Spiel der Franzosen, die es ja in beiden Spielen bisher geschafft haben, ein Gegentor zu kassieren, aber auch 2 bzw. 4 Tore zu schießen und mit Mbappé, dem bisher Ex-Eco führenden Torjägerliste mit Ener Valencia von Ecuador, zu haben, ist doch diese 2,1 absolut Zucker, denn die Franzosen werden das schon hinkriegen. Vielleicht lassen sie Tunesien treffen, dann schießen sie 2 und dann hast du auf jeden Fall diese Wette gewonnen. Die gefällt mir sehr gut, außerordentlich gut. Vielen Dank, mein Lieber. Und bei den Dänen gegen Australien sind die Dänen hier klarer Favorit. Traust du Australien nach den bisherigen beiden Spielen hier was zu? Naja, sie haben gegen Tunesien gewonnen, die gegen Dänemark 0-0 gespielt haben. Das heißt, Dänemark hat zumindest gut mitgehalten gegen Frankreich, zumindest sich nicht aufgegeben und gegen diese Offensivkraft Griezmann, Mbappé, da hast du halt einfach auch viele Chancen gegen dich, das ist ja ganz klar. Nichtsdestotrotz reicht Australien in Unentschieden und die sind ein Kämpfervolk auf dem Fußballplatz. Das heißt, Dänemark muss alles geben, sind haushoher Favorit und ich hoffe, dass wir hier mal eine kleine Überraschung erleben und Australien in der K.O.-Phase erleben werden. Ja, das wäre krass. Auch eine Überraschung, die man so nicht unbedingt hätte kommen sehen. Ich erinnere mich sehr schmerzlich an dieses 1-1 bei der WM 2018, als ich einiges an Kohle auf Dänemark hatte und dann
Macht Australien dann 1-1. Ich weiß nicht mehr, ob es jetzt irgendeine krasse Fehlentscheidung war dabei. Ich glaube, die hätten einen Elfmeter entweder nicht kriegen müssen oder die Dänen hätten einen kriegen müssen, so oder so. Vorbei ist vorbei. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass die Dänen sich auch noch dran erinnern und sagen, ja, jetzt zeigen wir es den Aussies, aber theoretisch müssten sie das drauf haben, aber es ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Quote mit 1,57. Genau. Da kannst leider nicht dann drauf gehen. Und es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Und dann sind wir gespannt, wer weiterkommt. Schreib gern deine Tipps auch in die Kommentare. Wir haben uns geeinigt auf Frankreich über 2,5 Tore. Und wir denken, dass Mexiko Saudi-Arabien mit Asian Handicap minus 1 wegbumst und dann hoffen wir natürlich das Beste. Ja, das ist bekannt. Das hoffen wir alle. Zum Wohle aller.